schaue mir erstmal an, was ich für Schiffe noch überall habe. Ich müsste tatsächlich sogar noch ein paar Skins haben. Vom letzten Mal. Da war das ist natürlich super. Akronor-Processing. Kostet das geht ja schon 300.000. Gut sehr hell. Inventar, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Pass auf, ich fliege jetzt mal zum nächsten Handelshub, wo es die ganzen Skillbücher gibt. Mhm. Die gehen wir mal beide gemeinsam durch, was du eventuell gebrauchen könntest. Ah, hier, ich hab schon ein bisschen Fireworks, Titanium habe ich hier, Plutonium. Und dann habe ich hier den Kataklyst Interbass. Als ihn irgendjemand braucht. Welcher? Den Kataklyst Interbass. Kataklyst Interbass Skin. Hm? Moment. Schussbaum Kataklyst. Die Katalyst ist Kaldaria. Hm? Ja. Kataklyst müsste Kaldari sein. Das war ein Kreuzer oder war das schon? Musst du mal googeln. Können wir googeln. Da guckt man den Schiffsbaum. Eine Ibis habe ich, eine Kestrel. Um jetzt kurze Flüge zu machen. Ah, die Venture. Ich habe doch noch irgendwo ein anderes Schiff gehabt. Was ist eine Venture? Tyra. Catalyst war Galente. Galente Zerstörer, Catalyst. Den Interbus-Skin ist er. Bin gerade im Überlegen, wo ich rausfinde, wo meine ganzen Schiffe sind. Da gehst du auf persönlicher Besitz. Das sind so zwei Kasten mit einem Stern in der Mitte. Zwei Kasten mit einem Stern in der Mitte. Links am Rand, oder was? Ja, links am Rand. Ja. So zwei hintereinander stehende Kasten mit einem Stern. Bei persönlicher Besitz sind da die ganzen Stationen aufgelistet, wo was ist. Wenn du die dann aufklappst, die Unterkategorien, da siehst du dann, was du gefunden hast. Die Procura ist das. Procura. Ja, die ist ziemlich gut. Wo hast du die zu stehen? Versuche, kann ich nicht rechtsklick und hier sitzen? Kurz sitzen müsstest du normalerweise können. Hier setzen? Doch, kannst du rechtsklick auf die Leiste und dann Kurs setzen. Genau. Und wo ist die? Ah, die ist. Lalalalala. Erkio ist das. Moon 3. Erkio. Ich werde mich wahrscheinlich mal in Ibis setzen und dahin düsen. Siehst du bist ja auch im VDW-Channel. Müsstest mir nur einmal hoch. Ja, das bin ich. Ziehst du mal oben links, oder zumindest in den Channel, ziehst du mal da rein, wo du gerade hinfliegst. Das ist der KBBL-Channel, ne? Nein, in dem privaten Chat. Privatchat. Irkio! Irkio 8, Mond 3. Ne, 7, Mond 3. Alles klar. Wir müssen nicht, ob ich mit einer Kapsel hinfliegen sollte oder einfach mit der Ibis. Die Ibis ist eh. Wir sind hier im Highsec. Mir ist das Wumpe, aber flieg mal besser mit der Ibis hin. Nicht schneller, ne? Das Ding, das kriegst du für ein paar. Naja, nicht unbedingt schneller, aber das kriegst du für ein paar. Ein paar hundert kriegst du für Nachrichten. Das Ding, das kostet fast nichts. So. Ich bin jetzt angedockt. Ich habe jetzt die ganze Weile auch damals schon auf das Schiff gespart. Ist einfach. Warp-Antrieb aktiv.
Die gute alte Ibis. Erkennen Sie nicht. So, pass auf. Ich bring dir mal ein paar Bücher mit, okay? Mach das. Mach mal den Skillbaum auf. Was hast du da alles drin? Ich muss immer wieder hin. Unter Ressourcenverarbeitung. Skill. Ich springe ja auch nebenbei. Das kann ein bisschen Anspruch nehmen. Schlimm. Hirnkapazität. Trainingswarteschlange öffnen. So, Ressourcenverarbeitung mein. Was willst du denn genau wissen? Was du alles drin hast. In der, unter der Kategorie Ressourcenverarbeitung. Mhm. Von also oben nach unten. Von oben nach unten. Astrology, dann habe ich Ice Harvesting, Mining Upgrades, Mining ist voll und Salvaging. Mehr hast du nicht. Das ist das, was ich habe aktuell. Okay. Auf was hast du Astrogeologie zu stehen? Das ist auf Level 3 aktuell. Gut, reihen wir noch einen auf 4. Mhm. Gut, dauert ein bisschen. 2 Tage. Meine Upgrades hast du auf 4, ja? Ja. Gut. War das erste, was ich gemacht habe. Okay, dann kriegst du noch Plagioklase. Das hole ich dir. Nicht auf Akianavas? Da wäre ich aber bekloppt. Was ist denn das? Hm? Ach so. Ist nicht im Skillbuch, im Markt, meine ich. Doch, gibt schon, aber nicht hier auf der Station, wo ich jetzt gerade bin. Naja, Wut. Aber Skordit kann ich dir mitbringen. Ach, Processing. Ich krieg den Processing. Ja, für nächstes Jahr ist auch noch angesagt, dass ich mir hier einen zweiten Bildschirm hinpacke. Verarbeitung, was war das hier? Ist für EVE Online gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Was? Einen zweiten Bildschirm hier hinzupacken. Ja, auf meinem zweiten Bildschirm habe ich nur Dings zu legen. Ah, ja, Dings, Discord. Ja. Soziales Schilder, Ressourcenverarbeitung, Raumschiff, Produktion? Ne, Produktion weiß ich auch. Production Industry, Drug Manufacturing, Reifenrüstung, Navigation, Verifizierung, Lenkung, Ingenieur. Das ist eine Scheiße. Geschützturmkunde! Was ist denn das? Beim letzten Mal war es nur Waffenkunde. Geschützturmkunde. Doomsday Rapid Firing! Oha! Oha! Rapid Firing mit Doomsday. Natürlich. Ich habe EVE schon vermisst, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich würde auch gerne wieder Star Wars. Ja. Das Problem ist, es ist halt wirklich sehr, sehr viel zeitaufwendig. Und, aber manchmal muss man sich für solche Sachen auch Zeit nehmen. Das ist einfach so. Ja, und wenn ich EVE Online für was sonst? Eben. Ja, aber für beides eher, muss ich sagen. Ich meine, ich habe mir von Beam LLP oder weiß ich, ob du den kennst von YouTube? Sagt mir nichts. Das ist auch ein Let's Player und da habe ich mir vor kurzem mal 10 Videos von ihm angeguckt, wie er No Man's Sky spielt. Oh ja. Und ich habe einen Kollaps gekriegt. Die Art und Weise, wie die Leute dieses Spiel spielen. Junge, 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 Junge. Gut, sicherlich mag das irgendwo mit in der Marketing, kann man das so sagen, Marketing oder mit einer Spielart und Weise liegen, damit er die Zuschauer an sich bindet. Hm. Alles schön und gut, ist so seine Sache, nimmt er sehr gerne auf, kein Problem. Aber ich kriege da Kopfschmerzen bei. Man, er steigt aus seinem Schiff aus, wird angegriffen von einer, die er vorher gescannt hat, feindlichen Lebewesen, wo er wahrscheinlich zu blöd war, das zu lesen, dass es feindlich ist und dass es ein Raubtier ist, fragt sich innerhalb einer Minute 500 Mal, warum er angegriffen wird, weil er doch nichts getan hat. Der versuchte irgendwie krampfhaft, obwohl er vorher schon gewusst hatte, wie er von Laser auf Waffe umschaltet, versucht er ewig da irgendwie was rumzudrücken, wird beinahe getötet. Nachdem er das Tier umgelegt hatte,
Obwohl er sich keine 5 Meter von seinem Schiff wegbewegt hatte, dreht er sich einmal nach links und einmal 90 Grad nach rechts. Was? Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Und das geht fast 2 Minuten, anstatt dass er sich um 180 Grad dreht. Das Doch, Schöne ey, ist ja, da wenn man bei der Arsch Platz hat, beim Gucken. Dann kann man tatsächlich da auch dementsprechend selber zocken. Aber es gibt echt Spiele, wo man nicht zugucken kann. Das ist echt wirklich. Ich habe, und deswegen gucke ich mir auch gerne nur Walkthroughs an. Da spricht keiner, die Leute, die gehen straight durch und die sehen ganz genau, was musst du machen, wo. Was musst du machen, wo? Was musst du machen, wo, um scharfe Döner mit Soße und Almütze zu bekommen? Quasi. Ja, also das ist. Ich finde das gerade nicht mehr. Ist die nur noch Processing? Ich habe was geändert. Harvesting Deep Core Mining? Na, das braucht man ja nicht. Ich meine, das brauchst du nur für Hecroxid, aber. Also Mining Upgrades hast du, das ist wichtig. Ice Harvesting hast du, habe ich gesehen. Mhm. Hast du gesagt? Mhm. Also Gas Cloud Harvesting, hast du das? Ja, habe ich aber noch nicht betrieben. Gut, Das wird wahrscheinlich das nächste sein, was ich in Angriff nehme. Ja, ansonsten ist hier nur Processing drin. Reprocessing Efficiency, Reprocessing, Savaging. Scordite Processing. Ja, nee, das brauchst du. Du hast nachher auch, wenn du einen Modulated Laser Nummer 2 nimmst, hast du die Möglichkeit. Was ist die Möglichkeit? Du musst Laserkristalle dann drauf anwenden und da kannst du Stage 2 Laserkristalle für nehmen. Die Stage 2 Laserkristalle boosten den Bergbauertrag nochmal um 10-15%. Ich muss gerade mal gucken, wie ich tatsächlich jetzt. Pyroxese, Plagioklase. Plagioklase Mining Crystal, genau. Ja, den musst du dann auf 4 ziehen und dann kannst du die Stufe 2 Kristalle noch nehmen. Was gerade interessanter ist, wie ich jetzt zur Station komme. Ich gucke mal. Nein, ich rechtsklick und dann auf 0 Meter warpen. Das müsste ja funktionieren. Nee, das ist dann rechtsklick und dann andocken. Rechts in der Übersichtsleiste. Ich muss erstmal hinkommen zur Fabrik. Da fliegen wir hin. Und Pyroxese, die brauchst du noch. Oh Gott. Savaging? Auf was hast du das für eine Stufe? Warte, ich muss gerade erstmal hier andocken, dann kann ich dir gleich weiterhelfen. Ja. Was ist ein Metallurgy? Manche Sachen muss man einfach nicht wissen, glaube ich. 5% Bonus ist Skillwert auf die Geschwindigkeit, mit der die Materialeffizienz erforscht werden kann. Das klingt doch nicht schlecht. Das ist sogar sehr nützlich. Das geht sogar schon auf die Produktion zu. Das braucht man eigentlich nicht. Spudemein Felsbar. Der gute alte Felsbar, ich erinnere mich. Ja, da kannst du auch noch selbst 2 Kristalle vernehmen, aber wann gibt's denn, wenn die auf IKN haben es nicht mehr? Reprocessing Level 4. Erforderlich für. Oh. Hast du Reprocessing? Jetzt habe ich ein Problem tatsächlich. Ich wollte da gerade reingehen und jetzt sagt er, die Bedingung für Procurer erfordert die Skill Mining Barge Level 1. Ja, Mining Barge. Das geht unter Raumkommando, genau. Ich gucke mal, wenn es das hier gibt, dann bringe ich dir das gleich mit. Ja. Das wäre. Mining Barge. Ja, gibt's ja. Bringe ich dir mit. Musst du mir noch sagen, wie ich es anwenden kann. Ich habe hier noch ein Buch alle in Industry. Was ist das? Acceleration Control Level 3. Was macht das? Ah, nochmal. Ich habe gerade Acceleration Control gelesen. Voranzeigen. Was bringt das? Fertigkeit zum effektiven Einsatz von Nachbrennern und Micro-Warp-Antrieben. 5% Bonus. Nein. Du warst Aikyo 7, Mond 3, richtig? Ja. Gut, dann komm ich da jetzt mal hin und schmeiß ich die mal raus. War zu lang, ist kein Ding. Ist ja der gute Bildschirmschoner.
Wenn du in den Schiffshangar gehst und dein Schiff nach rechts drehst ein paar Mal, dann kommt nach der 10. Umdrehung unten in der Mitte des Bildschirms eine Zahl. Warum? Darfst du es aber nur in eine Richtung drehen. Ja, mach ich gerade. Nach der 10. Umdrehung? Ja, dann 11. Ja, 12, ungefähr. 13, ungefähr. Das ist so sein Minigame. Das ist so sein Minigame für Leute, die nicht wirklich wissen, was sie machen. Schön. Oh. Oder wenn sie warten müssen. Entschuldigung. Wie viel hast du geschafft? Also ich habe bei 100 aufgehört. Da ist schon die Schnauze verjährt. Was soll das eigentlich bringen? 200. Kannst du einen Counter hochhalten, aber warum? Ich werde wohl erstmal so kotzen. Nee, also nee, das geht. Nee, ich hör auf. Wird schlecht. Ja. Oh, der Privatdetektiv von The Big Lebowski, der kleine Dicke. Der ist gestorben, hab ich schon gehört. Was ein Jahr, ey. Was ein Jahr. Ja, wie viele Leute hätten dieses Jahr drauf gehen, ja? Hast du schon mal eine Hangtrommel gehört? Eine Handtrommel? Nee. Eine Hangtrommel. Auch das nicht. Finde ich, ist kein schlechtes Instrument. Okay, Suri-Rennen, da ist er schon. Guck mal. Da öffne ich mal ein Handelfenster. Und dann schiebe ich dir mal ein bisschen was rüber. Schieb rüber. Ja. Okay. Dankeschön. So, die rahmst du jetzt ein, Rechtsklick drauf und Skill hinzufügen. Genau. Das war's. Zwei davon sind unter Ressourcenverarbeitung drin, die Reprocessing-Teile. Mhm. Und Mining Barge ist unter Raumschiffkommando. Und da möchte ich dir empfehlen, dass du das, wenn du irgendwann die T2-Cruiser von einem Procura fliegen möchtest, dann musst du das schon mal auf 5 ziehen. Warte, mache ich gleich sofort, denn kann ich das einreihen erstmal. Oder was finde ich das denn? Alter, die Tage, Mining Barge. Raumschiff. Kommando? Kontrolle, Kommando. Ja. Da habe ich 4. Oh, da habe ich Level 0, was? Säule. Ja, Mining Barge hast du jetzt erst reinbekommen, dadurch, dass es dir gegeben wird. Dieser Skill kann nicht mit Probe-Abo-Accounts erlernt werden. Ha. Dann müsstest du, glaube ich, eine Plex einmal aktivieren. Oh, ein Scheiß. Schmutz. Muss ja wieder raus aus dem Game. Schnauze voll. Rage Quit. Alter, ich schaffe 3453 Meter die Sekunde mit meiner Achtbrenner. Dann mach ich mir jetzt einen vollwertigen Account. Scheiß drauf. Fuck it. Halt. Halt, stopp. Hast